Vor kurzem war ich noch mit Bernd Rützel in Berlin und heute sind wir in Unterfranken. Bernd, jetzt mal in der Heimat. Ja, das ist immer wieder schön, hier zu sein. Die Hälfte ist man ja im Wahlkreis vom Jahr und das sind natürlich alle Termine gedrängt, aber das macht auch Spaß, die Basisluft zu schnuppern. Ich habe ja in Berlin erzählt, die Basis ist das Wichtige. Du hast einen ganz großen Wahlkreis, ne? Boah, der ist riesengroß, ja. Nicht nur mein Spessart zusammen mit Miltenberg als den Wahlkreis, sondern es ist ja auch Würzburg und es ist Würzburg-Land und Aschaffenburg und Aschaffenburg-Land dazu als Betreuungswahlkreis. Also es ist sehr groß, 750.000 Bürgerinnen und Bürger. Voilà. Unheimlich viel Kilometer, wo man da schrubbt, ja. Heute sind wir unterwegs, das heißt einen Tag, klassisch wie ein Tag ausschaut, der ist eng getaktet bei dir, wie auch in Berlin. Beginnen tut es heute mit der Bürgersprechstunde, ne? Die sind ganz wichtig, die halte ich nicht nur hier in Gemünden in meinem Büro, sondern auch in Miltenberg, in Würzburg und in Aschaffenburg. Mhm. Regelmäßig, das wird auch immer kommuniziert, das wird ausgeschrieben in der Zeitung, die Menschen wissen dann, da hat er Bürgersprechstunde, da kann ich kommen. Und es ist auch immer viel los, sind immer viele Bürger da. Ich glaube, die ersten haben sich auch schon hingesetzt und es sind auch noch welche angemeldet. Es ist auch wichtig, wenn ein Kontakt kommt und sagt, wann kann ich denn mit dem Bernd sprechen, wo ist er denn? Dann sagen meine Mitarbeiter, die Woche ist in Berlin, aber nächste Woche ist er hier und dann ist eine Bürgersprechstunde, kommen sie vorbei. Auf los geht's los, einen Tag mit Bernd Rützel unterwegs in Unterfranken. Hallo, guten Morgen. Sandra, grüß dich. Hallo, servus mal. Was führt dich zu mir? Ein Anliegen. Oh, nimm Platz. Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Ja, danke. Ich hätte ein Problemchen. Ja. Ein Problemchen, das ist ein kleines Problem. Für Gemünden ein ganz großes Problem, aber normalerweise für den Freistaat Bayern bzw. die Bundesrepublik Deutschland ein kleines, deshalb Problemchen. Barrierefreiheit des Bahnhofs Gemünden. Du hast gelesen, was ich geschrieben habe, ne? Das war ja schon mal näher in der Aussicht, jetzt ist es wieder nach hinten gerutscht. Ja. Ja. Als Senior ist das natürlich ein Anliegen von uns ganz besonderer Art. Man wird nicht jünger, auch ihr beide werdet mal etwas älter werden. Ja. Und dann ist es genauso wie für uns schwer, den Bahnhof irgendwie barrierefrei zu erreichen. Das wäre schön, wenn du dich weiterhin einsetzen könntest und dass man das vielleicht doch noch ins Programm hineinkommt. Wir geben da keine Ruhe. Das muss in dieses Programm hinein. Hi Bernd. Ja, servus. So, eben noch im Büro? Ja. Jetzt hast du Hunger. Ich habe Hunger wie ein Wolf. Ich brauche jetzt einen Leberkäse. Ein Leberkäsebrötler. In Berlin gibt es Kotelett mit Bratkartoffeln und im Wahlkreis gibt es, weißt du es noch? Ja, und im Wahlkreis, ich weiß, du bist süchtig danach. Leberkäsebrötchen. Und die gibt es hier richtig gut? Ein LKW, sehr gut, sehr gut. Sehr gute Metzgerei. Okay. Und das hält mich am Leben. Der Bürgermeister kommt auch gleich, ne? Wir treffen den Bürgermeister. Ich habe einiges mit ihm zu besprechen auch. Okay. Und wir arbeiten da gut Hand in Hand und wir treffen uns gleich. So. Lass uns einen Leber- wir gehen uns stärken, dass es weitergeht, ne? Bitte. Hallo. Es riecht schon gut. Das ist hervorragend. So, hervorragend. Wir holen jetzt ein Leberkäsebrötchen und dann geht's weiter. Jürgen Lippert ist neben mir, er ist der Bürgermeister aus Gemünden. Bernd Rützel ist ja bei euch für die SPD im Bund tätig. Wie wichtig sind solche Stellen, dass man eben in der Stadt jemanden hat, der in Berlin einen vertreten kann? Ja gut, für uns als Stadt ist es natürlich schon ein Glücksfall, dass wir den Bernd Rützel haben. Zum einen ist er bei uns im Stadtrat, also insofern habe ich relativ gute Kontakte zu ihm. Mhm. Und natürlich auch dann sozusagen über ihn den direkten Kontakt in den Bundestag. Mhm. Und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, er sitzt ja sozusagen mit in der Regierung und insofern haben wir natürlich auch den direkten Kontakt in die höchsten Stellen und das ist für uns auf jeden Fall wichtig und auch in vielen Dingen sehr positiv. Das hat sich auch in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Thema schon gezeigt. Bernd Rützel ist schon wieder unterwegs. Ich muss schnell sein und hinterherhechten, weil der Plan ist ziemlich eng heute. Bernd, die nächste Baustelle wortwörtlich. Wir sind bei einer Baustelle angekommen. Wo sind wir? Bin ich heilfroh, dass das eine Baustelle ist. Das ist nämlich unser Hallenbad. Mhm. Und das wurde 2011 geschlossen, weil es sanierungsbedürftig gewesen ist. Und es war ein dickes Brett, ein weiter Weg zu einer Sanierung. Aber ich bin wirklich froh, dass wir jetzt so weit sind. Und ungefähr jetzt in einem Jahr ist alles fertig und wir können baden gehen. Wie konnte man das retten?
Ja, es gehört natürlich ein politischer Wille dazu. Und nicht nur Euphorie, sondern auch genau überlegen, was kostet sowas, wie kann man sowas abbilden in einer Gemeinde, welche Gruppen brauchen das Bad, von der Osteoporose über die Schwimmer, über die Sportler, über die Schüler, über die Volkshochschule, über Gymnastikgruppen. Es ist so unheimlich frequentiert und die Kinder können ja bald nicht mehr schwimmen. Also wir brauchen ein Bad, wir brauchen kein Wellness-Tempel, wir brauchen ein Schwimmbad.